Damit jeder Kunde seine bestellte Ware bekommen kann, muss sie wieder aus dem Lager entnommen werden. Pick nennt sich dieser Prozess im Logistikdeutsch. Gabi erklärt, wie es geht. Ich zeige euch jetzt, wie das Picken funktioniert. Folgt mir einfach mal. Also, zum Picken brauchen wir als erstes einen Scanner, der sagt uns, wo wir hin sollen, zu welchem Fach und welchen Artikel wir brauchen. Ich scanne das Fach ab, schau, was auf dem Scanner draufsteht, hole den Artikel raus, den er braucht, mach einen 6-Seiten-Blick, scanne den Artikel ab und lege ihn in meinen Behälter rein. Jetzt geht es zum nächsten Fach. Die Artikel gehen von hier zu den entsprechenden Verpackungsstationen zur Auslieferung an den Kunden. Nur korrekt kommissionierte Artikel machen es möglich, die Kundenversprechen auch einzuhalten.